Katja, du magst Sushi gerne? Ich mag Sushi überhaupt nicht. Ich mag nur Pizza, aber dafür umso lieber. Passt. 10 Minuten? Hä? 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 Wie viel Zeit habe ich noch? Zu wenig. Was? Hey Leute! Was geht? Katja hier! René! René! Das war nicht gut. Ja, eine sehr schöne Gesangseinlage von uns mal wieder. Wir machen jetzt hier aber nicht das ganze Video singen. Dann haben wir nach 10 Sekunden noch so 3 Leute, die zuschauen. Ja, ist so. Ist so. Ja, Leute, wir sind heute wieder in Tokaburka zusammen mit René und mir. Wir sind heute mal zu zweit in Tokaburka und wir gestalten heute mal wieder wir richten heute Häuser ein. Mhm. Und heutiges Thema ist quasi Restaurants. Ja. Also, wir werden auf jeden Fall Restaurants bauen. Und welche Restaurants? Darauf habe ich wirklich gewartet. Und darauf zwar haben alle gewartet. Sushi versus Pizzaladen. Okay, ich nehme Pizza. Um das schon mal klar zu machen, ich nehme Pizza. Es ist auch total klar, dass ich auch Sushi nehme, ne? Ja, stimmt eigentlich. Ja, hätte ich mir das gar nicht direkt sichern müssen. Ja, genau, weil Katja, du magst Sushi gerne. Ich mag Sushi überhaupt nicht. Ich mag nur Pizza, aber dafür umso lieber. Also, passt. Ja, also ich meine, hallo, du hast ja auch bei dem letzten, wir haben ja letztens noch einen Shop gemacht bei DIY Inspiration und ich meine, du meintest, das ist in Ordnung. Ja, war in Ordnung, weil gratis essen, da sagt man ja natürlich auch nicht nein, so, ne, das wäre ja auch ein bisschen blöd, aber wenn ich mich jetzt entscheiden kann, dann nehme ich lieber den Pizza-Shop. Kaufen würdest du es nicht, ne? Okay, alles klar. Ja, ich meine, dann, klar, dann können wir uns gerne hier so mal einen Sushi-Shop und so. Ja, ich würde sagen, wir starten jetzt auch direkt die Zeit. So, ich gucke auf die Zeit. So, oh mein das Gott, heißt, die Zeit, das geht doch auf die Zeit. Wieder 10 Minuten, let's go. Oh. So, wir gucken jetzt erstmal, wo ist die Pizzatapete? Gibt's die? Natürlich nicht. Ich glaube nicht, René. Oder? Also wir müssen hier... Wow, Sushi-Tapete. Nein, gibt es nicht. Es gibt nur Ei-Tapete. Es gibt nur, Leute, es gibt nur eine gute Tama-Tapete. Und ich habe heute, was habe ich heute an? Ich habe heute extra ein gute Tama-Shirt. Oh. Da steht auch hinten, also ich sag jetzt einfach nochmal, hinten steht auch gute Tama drauf. Ich bin heute total so auf gute Tama. Gut, dass wir das geklärt haben. Das ist wunderschön, aber das Ding ist, das ist nicht das Thema dieses Videos, leider. Nein. Boah, jetzt gute Tama versus Pizza. Ich würde so gerne mein ganzes Haus einfach nur in gute Tama einrichten, aber ich kann das leider nicht. Deswegen machen wir heute Sushi. So, wo ist jetzt hier der Pizzaboden? Was auch total in Ordnung ist. Welcher Boden ist denn schöner? Wie viel Zeit hast du? Wie viel Zeit haben wir jetzt? 10 Minuten. 10 Minuten? Ja, also ich habe 10 Minuten. Du hast 8, weil du jetzt 2 Minuten lang über gute Tama geredet hast. Hä? Natürlich 10 Minuten. Wir machen immer 10 Minuten. Nein. Doch. 10 Minuten. Nee. Was soll ich jetzt machen? Ich vermisse irgendwie immer noch den Pizzaboden. Also jetzt nicht von der Pizza, den man auf eine Pizza macht, sondern den Boden hier bei Tokaboka zum Einrichten. Und die Pizzaboden. Pizzatapete vermisse ich auch ein bisschen. Oh nee, das passiert jetzt. Das passiert nicht! Oh Gott, nee, René, das war keine gute Idee, jetzt einfach nur hier 10 Minuten zu machen. Das schaffe ich doch gar nicht. Das schaffe ich nie im Leben. Wir wissen beide, dass du eh länger brauchen wirst. Das schaffe ich doch nie im Leben. Ja, ich tue mich gerade hier auch ein bisschen... Man merkt manchmal, Tokaboka ist nicht gemacht für Restaurants einrichten. Ist so. Und du bist einfach nur so... Ja. 10 Minuten. Wir schaffen doch 10 Minuten. Ja, nach 10 Minuten wird abgerechnet. So, wenn es dann unfertig ist, dann ist es halt unfertig. Nein. Das können wir doch nicht so lassen. Doch. Das können wir doch nicht so lassen, René. Oh mein Gott. Doch. Ja, aber ich klicke jetzt aber einfach nur rum und suche irgendwas, aber was suche ich denn überhaupt? Du möchtest einfach nur, dass ich hier sterbe, ne? Mhm. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Passt hier aber auch alles nicht. Was? Ich bin irgendwie sehr unzufrieden, gerade mit den Einrichtungsgegenständen. Weil ich habe mir so einen Look vorgestellt, so im Kopf, wie meine Pizzeria aussehen soll. Und dann will man so die entsprechenden Sachen shoppen gehen und dann ist so, nee, nix. Machen wir jetzt erstmal ein paar Bilder. Achso, du bist noch shoppen gegangen. Ups. Achso, nein, ich habe jetzt nicht neue Packs gekauft, aber das, was ich eigentlich vorhatte, das finde ich auf jeden Fall nicht in meinen Sachen. Das ist auch total in Ordnung. Aber ich egal. Ich mache jetzt einfach nur erstmal Sushi. Ich weiß jetzt, ich bin so froh, dass ich einfach nur mich so ein bisschen recherchiert habe und jetzt weiß, wie man Sushi macht. Ich bin so froh. Willst du Sushi kochen oder hier in Tokaburka? In Tokaburka kochen. Ach, das hast du jetzt schon im Voraus nachgeschaut?
Naja. Aha. Auf dem Level wird hier jetzt schon hier Tokaboka. Nein, du hast einfach nur, du guckst einfach nur, du kannst einfach wieder meine Videos nicht, René. Nö. Du guckst einfach nur meine Videos nicht. Hast du wirklich gedacht, du guckst deine Videos? Vielleicht. Nee. Ich dachte, du bist nett. Nee, ich guck nur meine eigene. Alles klar. Alles klar. Ich sag da auch nichts dazu. So, aber die wichtigere Frage, was jetzt mal wirklich wichtig ist, gibt's hier schon Pizza fertig als Essen? Mal wieder nicht, oder? Ja, doch, in dem Food Court. Ja, in dem Food Court. Ich meine ja so als fertiges Essen zum Einrichten. Ich will ja nicht jetzt noch zum Food Court eingelatschen. Da muss ich dann wohl. Ja, es gab in dem Markt. Ja, ich bin jetzt gerade schon, ich bin schon auch und in der Stadt. Ich bin schon unterwegs. Bin da schon wenn das alle hingesteppt. Wohin habe ich jetzt die Sojasauce hingepackt? Das weiß ich ja nicht. So, sorry Leute, hier haben sich ein paar Leute Pizza aufgegabelt, aber die muss ich jetzt mal klauen. Sorry Leute, schnapp. Wo ist die? Wo kommst du hin? Du bleibst hier. Oh. So. Vielleicht bräuchte ich auch einen Kühlschrank. Jetzt habe ich ja keinen Kühlschrank. Ja, egal. Dann packe ich hier einfach nur mal so ein bisschen ein paar Sachen. Kann ich die auch schon nehmen? Ja, die kann ich auch schon nehmen. Ja, sehr gut. Wieso hat der ein Eis auf dem Kopf? Oh, hier ist ja auch Sushi. Boah, hast du ja Glück gehabt beim Foodmarkt. Aber das hast du wahrscheinlich als erstes gekrallt, ne? Nein, habe ich nicht. Tatsächlich halt, jetzt gerade habe ich nicht so viel Zeit, dass ich da reingehe. Deswegen, ich mache mir selber Sushi hier. Selber Sushi? Okay. Ja. Ja, dann bin ich sehr gespannt. Ja, deswegen, ich bin gerade auch hier die ganze Zeit jetzt es läuft einfach nur nicht gut, Leute. Es läuft einfach nur nicht gut. Ich habe wirklich. Man merkt einfach, unsere Köpfe sind so leer, weil wir uns nur aufs Einrichten fokussieren. Gerade so, schon. Hier sind jetzt meine Pizzas. Zack. So, ein Restaurant besteht woraus? Also ein Badezimmer vielleicht, aber sonst eigentlich nur Essen. Ja, genau. Ich glaube schon. Boah, ich kann wirklich gerade überhaupt nicht irgendwie denken, ne? Ich bin gerade einfach nur richtig gestresst. Das stimmt. Ich bin hier mega gestresst, René. Ah! So, wie sieht das Badezimmer? Ja, das sieht gut aus. Oder? Nee, so sieht's aus. Okay. Oder so. Okay, okay. So, bleib da. So. Machen wir jetzt erstmal das Badezimmer. Das sollten wir ja noch wohl hinkriegen. So. Das Badezimmer, boah. Ich hab richtig gerade. Das sieht nicht gut aus. Vielleicht sieht es schon irgendwie gut aussehen, aber wie ich mich kenne. Hier so ein paar. Nein, wohin kommst du? So. Bah! Das Spiel, das macht mich einfach nur fertig, ne? So, okay. Genau. Ich möchte vielleicht hier was anderes haben. Vielleicht hier so als sowas. Nein, das sieht doch nicht gut aus. Sowas vielleicht. Ja, nee, das sieht doch nicht wie aus wie eine Küche. Sowas? Ach nee. Boah, Leute, lass doch. Oh, boah, Leute! So. Wie viel Zeit haben wir noch? Zu wenig. Was? ich sag nur zu wenig und du so. Was? Wie viel zu wenig? Also wir haben noch 2 Minuten angefangen, lass mich kurz ausreden. Wir haben jetzt noch so knapp 4 Minuten. Oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Das sind nun vorne nicht. Aber bei mir auch nicht, falls das ein Trost ist. Ich weiß es keiner. Nein. Das ist keiner. Es ist. Nein, ich hab das Bad nicht weiter. Sieht zwar so schön aus, aber egal. So, wir machen jetzt hier noch. Das hätten wir jetzt aber. Wir machen hier noch ein paar Pflanzen. Ah, man kann ja Pflanzen nicht auf den Tisch stellen. Das ist ärgerlich. Ja, kann man. Aber man muss einfach nur Pflanzen. Warum kannst du keine Pflanzen auf den Tisch stellen, hä? Ja, versuch mal. Das geht nicht. Also so kleine, aber so große geht nicht. Große nicht, also große, die auf dem Boden sollen, dann das geht nicht. Ja, ich wollte so eine große auf den Tisch stellen. Geht nicht. Warum möchtest du eine große auf den Tisch stellen? Sieht doch schön aus. Aha. Nee. Nein. Sieht das nicht. Sieht nicht schön aus. Doch. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. So, hier ist jetzt mein Empfangsbereich. Noch eine Lampe hin. Ich bräuchte vielleicht auch ein bisschen mehr Pflanzen. Aber wohin kann ich dich hinstellen? Die Pflanze, ich habe keinen Platz mehr. Oh, hier vielleicht, so hier dazwischen. Da müsste ich halt den Tisch hier so ein bisschen komisch
schieben. Aber ist auch in Ordnung. Ich möchte die Pflanze hier haben. Genau. So. Schön. Sieht doch japanisch aus. Oder, Leute? Was sagt ihr dazu? Er sagt auch nichts. Es ist in Ordnung. Da bin ich mir nicht so sicher. Du bleibst still. Ich sehe es zwar nicht, aber ich hate schon mal ein bisschen. Du bleibst still. Du bleibst still. Du darfst überhaupt. Jetzt habe ich ja alles außer Essen. Außer Essen, das Wichtigste. Du hast alles außer Essen? Ja. Ja, das ist ein unprofessionell, René. Ich bin ja noch nicht fertig. Unprofessionell! Es ist unprofessionell. Da macht sich hier schon die Verzweiflung breit, weil du weißt, dass meine Pizzeria nachher top aussehen wird. Ach, jetzt eh nicht. So. Es ist bei mir auch top. Bis jetzt. Das Ding ist, es muss ein bisschen vielleicht noch. Oh nein, der Boden ist auch nicht schön. Ach, ich muss es dunkler haben. So, das ist das Richtige. Jetzt bräuchte ich hier ein paar Teller, damit ich auch hier Sushi reinpacken kann. Boah, das ist so anstrengend alles hier. So, Zeit für Pizza. Ah, das ist es ja schon. Kommt wie gerufen. Zeit für Sushi. Zeit für Sushi. Ah, Teller brauchen wir noch. Haben wir die überhaupt? Gibt es hier Teller? Klar. Wo? Teller gibt es. Ja. Wo? Musst du suchen. Ja, tue ich. Musst du suchen. Gibt's nicht. Doch. Ah, gibt's nicht. Dann hab ich das Paket mal wieder nicht gekauft. Nee, das ist das Normale. Du hast Teller. Wo? Ah, warte mal. Ja, ich hab sie doch. Hab ich dir gesagt? Musst du doch suchen. Ja, ich hab sie doch. Boah, vor allem diese Detailarbeit, boah, die ist echt stressig. So, Zeit für Pizzen. Zack. Zack. Ah, nein. Zack. Machst du gerade die Pizza oder wie ist das? Die sind schon fertig. Es dauert jetzt richtig lange, dass ich die ganze Zeit so hier Sushi machen muss. Aber es ist in Ordnung. Ich bräuchte vielleicht Menschen. Ich bräuchte Menschen. Ja, da kommt man ja wohl dran. Hm? Da kommt man ja wohl dran. Da gibt's ja unten zufällig ein paar. Zufällig? Ja. Da brauche ich einfach nur so Leute, die vielleicht in einem Restaurant arbeiten können. Über keine. Ach so, okay, ich muss sagen, also wir haben offiziell die Zeit vorbei, aber ich würde sagen, da wir uns ja auch wirklich jetzt hier eine ziemlich anspruchsvolle Aufgabe zugemutet haben, echt? Nehmen wir uns jetzt noch so 2-3 extra Minuten, okay? Echt? Echt? Was echt? Du meinst Zeit rum? Du bist so gut, aber ich meine, ich bin schon eigentlich relativ fertig. Was? Also, hast du einen Raum oder wie? Ich hab zwei. Okay, ja gut, ich hab hier auch 5 oder so. Also das wird auf jeden Fall nichts mit 5 Räumen. Das steht fest. Ja, deswegen dachte ich mir auch gerade so. Also ich meine, Toiletten mache ich so, wie ich das immer auch gemacht habe in so einem Cafés oder so. Und deswegen mache ich da auch nicht vieles. Ich mache da nur sowas hier. Ja, okay. Also ich mache jetzt noch ein Esszimmer fertig und dann ist Feierabend. Yes, können wir gerne machen so. Wir können es gerne so machen. So, wo ist unsere Pizza-Ladung? Hä, wo ist... Ah, da ist sie. Ist auch ganz interessant, die Tukaboka-Figuren, die verschwinden, wenn man am Einrichten ist, ne? Ja, die verschwinden immer. Ich bin eigentlich so fertig. Wie sieht's bei dir aus? Ja, also, ich habe nur 3 Räume, aber ich find's eigentlich also relativ okay. Okay. Ja, aber dann würde ich sagen, bevor wir jetzt hier noch länger einrichten, machen wir yes. einfach jetzt einen Schlussstrich. Yes! Okay. Soll ich anfangen? Ja, kannst du gerne machen. Ich habe ja nur drei Räume. So, also. So, Sekunde. Du kannst mal reingucken. Ja? Oha! Nee. So, das ist jetzt mein Badezimmer, habe ich jetzt. Also Badezimmer, ja. Toiletten. Also, ich habe jetzt so richtig easy hier rumgeklatscht. Finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Sehr schön. Sehr schön mit so ein bisschen Pflanzen und so. Das ist jetzt hier mein Raum, wo man essen kann. Ja. Ja, relativ. Also, fertig. Ich bin eigentlich total zufrieden damit. Hier ein paar Sushi gemacht und das ist meine Küche. Das ist. Boah, das ist aber auch perfekt. Vor allem, die sehen halt auch aus, so als wenn die Sushi zubereiten. Ja, ich habe jetzt hier wirklich einen Kochbuch sogar. Die Kleidung passt halt irgendwie so voll gut. Ja, ne? Finde ich auch. Vielleicht das hier nicht unbedingt. Das packen wir weg. Alles gut. Ja, aber sonst halt, ich meine, ich habe hier zwar keinen Kühlschrank, aber wir brauchen schon einen Kühlschrank. Ja. Wir tun Wenn das Sushi direkt gegessen wird, dann brauchst du keinen Kühlschrank.
Ja, genau. Also auf jeden Fall, also ich bin damit zufrieden mit meinen drei Räumen. Es sieht auf jeden Fall sehr gemütlich aus und man könnte, also, oh, warte mal, oh, ich habe hier die Lichter hier näher gemacht. Ja, genau, aber sonst hätte ich finde eigentlich total in Ordnung. Ja, auf jeden Fall. Strich gemacht und ja, ist auch sehr, sehr schön geworden und vor allem mal wieder, muss man sagen, wirklich sehr, sehr, sehr detailverliebt. Also, ich sag mal so, also für deine Verhältnisse war das sogar jetzt ziemlich schnell eingerichtet. Das war richtig schnell, ja. Ich dachte mir einfach nur so, wie soll ich es japanisch aussehen lassen? Bambus. Ja. Ja, aber das passt aber auch einfach. Es passt, das passt einfach. Ja, das, und ich finde, die, das ist japanisch. Die Waschbecken sind so doch cool. Ja, genau, auch so ein bisschen so mit Holz und so, ja. Einziger Kritikpunkt, man hat auf der Toilette ein bisschen wenig Privatsphäre, ne? Das ist immer noch eine Duschkabine. Wie möchtest du es anders haben? Ja, vielleicht mit einer kleinen Kabine. Anders machen? Was für eine kleine Kabine? Ja, eine Kabine, wo man auch abschließen kann. Ja, kannst du das? Nein, bei mir ist genau so wenig Privatsphäre. Ich möchte jetzt auch wissen, wie du das gemacht hast, René. Also, ja, ich wollte erstmal nur meckern. Hat Spaß gemacht. Ja, alles gut. Alles Gute, so verständlich. Ich möchte aber wirklich sehen, was du hier gemacht hast. So, ja, das siehst du jetzt. Mhm. Ja. So. Ich habe alles hier so ein bisschen im Rohton gehalten, so ein bisschen versucht, dass das so ein bisschen wärmer ist. Also hier ist so der Empfangsbereich. Hier arbeiten später dann die Leute und können schon mal die Pizzen ausliefern, weil wir haben nämlich auch Lieferservice bei unserer Pizzeria, deswegen stehen hier schon ganz viele Pizzerien. Die Kartons müssen wir vielleicht noch versorgen, weil die sind jetzt hier nur so aufeinander gestapelt. Dann haben wir hier einmal einen Essensbereich, also hier so eine Sitzgruppe. Nur ein Tisch? Ein Tisch, weil bei uns... das ist Klassenstadtmasse, also nicht 1000 Plätze, aber dafür die Plätze, die es gibt, die da ist. Hast du kein anderes Ding? Nur einen Tisch? Na, das ist doch erst der Anfang, da kommt noch mehr. Ah, okay. Also hier ist noch die Toilette, relativ klassisch. Mhm. Eine Toilette, aber zwei Waschbecken? Ja. So, dann gehen wir mal weiter. Und hier auf der anderen Seite ist nämlich der nächste Essensraum. Hier haben wir auch noch mal ein paar Sitze, wo man sich hinsetzen kann. Also du hast insgesamt zwei Tische. Okay, alles klar. Ja, und wir haben hier noch den Lounge-Bereich. Da, guck mal, da ohne Tisch. Okay. Ja, weil da gibt es die Pizza auf der Hand. Wir sind nämlich eine coole Pizzeria. Alles Pizza klar. Also ich finde zum Beispiel Pizza in der Hand ist noch besser. Deswegen, so, siehst du, klappt gut. Mhm. Und siehst du, guck mal, wie happy meine Kunden sind. Nämlich sehr happy. Meine sind auch happy. Ja, also ich sehe da gerade die Herzen vor allem bei meinen Kunden. Ja, doch. Okay, aber das war auf jeden Fall meine kleine Pizzeria. Ja, auch ganz schön. Auch ganz schön. Und ich würde sagen, Leute, schreibt gerne in die Kommentare, welches Teil ihr besser fandet. Also ob es der Sushi-Laden war oder meine Pizzeria. Wir sind sehr gespannt. Also ausnahmsweise muss ich mal wirklich sagen, ich glaube, ich fand den Sushi-Laden besser. Oh, echt jetzt? Aber ich habe nur drei Räume gemacht. Ja, aber es geht ja darum, dass die Räume, die man hat, besser sind. Und ich habe auch nur, hier auch nur drei Räume, wirklich. Also Lounge Area, weißt du so, ich habe drei Räume und ich habe trotzdem drei Tische, wo du nur ein, nur, du hast zwei Tische, ne, insgesamt. Und ich meine, du hast so viele Räume benutzt und ich bin so, ja. Ja, naja, nicht so genieß das, weil das wird so schnell nicht mehr passieren, dass ich nochmal sage, dass ich deinen Raum besser fand. Oh, yeah. Aber Leute, ich habe natürlich auch trotzdem nichts dagegen, wenn ihr schreibt, dass Renés Raum besser war. Aber so oder so, egal wie es fandet, ab in die Kommentare damit, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr noch weitere Build-Battles sehen wollt. Und ich würde mal sagen, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Genau, ciao. Ciao.